Nee, danke, ich muss noch fahren. Das funktioniert nicht. Es ist Pfefferminztee mit Zitrone. Da kann sagen, hier, guckt euch die zwei an. Sowas hält jung. Sowas hält jung. Ich frage halt keine Frau, da war der letzte Bratwurstkönig, da war noch zusammen noch was bei Hund. Jetzt sind wir inzwischen bei 162. 162 Jahre sind die beiden zusammen. Ist das nicht der Wahnsinn? Lebensjahre, jawohl. Und bei 100 Jahre die Technik ist und 62 die Lebensjahre. Und 60 Jahre verheiratet und dann immer noch so fit und immer noch hier in Suhl beim Bratwurstkönig. In Holzhausen natürlich auch bei jeder Veranstaltung. Genau. Ihr zwei gehört ganz einfach dazu. Genau, richtig. Ein dicken, fetten Applaus für die Grauen Welt. Schaut aus, hat den amtierenden Bratwurstkönig aber richtig fit gemacht. Er hat sich ja wieder beworben um das Amt, richtig? Ich sage, es ist besser, dass Frau seine Frau hat sie. So, nun kennst du seine Frau, ich nicht. Merkst du, bei wem gerade der Vorteil liegt? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Ach, hier ist sie! Ach, da ist sie! Ah, versteckt, das macht meine Frau. Es muss so sein, dass er gerade hier, wenn der Bratwurstkönig richtig losgeht, ausfällt. Immerhin, drei. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Das ist halt so. Das, die Grillzwerge hier, schau, dies Jahr scheint es Heubratwurst zu geben. Als Geheimrezept Heu. Das muss doch auf jeden Fall überraschen. Auf jeden Fall. Sieht auf jeden Fall gut aus. Ich sehe Bierkrüge, ich sehe Wasser, Waschbecken. Ach, der fliegt! Ach, deswegen steht ihr drauf. Jetzt hab ich's verstanden, hey. Erstmal einen wunderschönen guten Mittag, Nachmittag hier auf Danzüler Matt. Wie geht's euch? Wäre noch was. Richtig, also wenn wir unser Bier abgetrunken haben, haben wir ein neues Bratwurstlied mitgebracht dieses Jahr, in der Hoffnung, dass wir damit nächstes Jahr beim Eurovision Song Contest was machen können. Ich bin schon ganz doll drauf. Ich wünsche euch schon mal von hier aus einen tollen Contest, ein faires Miteinander und gibt's bei euch einen Schlag? Also, da hätte ich nicht wirklich okay. Das ist der Ingo und das ist der Fips hier, Fipsine. Ja, alles klar. Also, Moni 2, ja, ist in Ordnung. Moni 2. Also, ich glaube, von euch werden wir heute auch mit wieder ein richtig schönes Spörste erleben. Lasst es verbrachen, ihr Monis. Ei, Böhlener! Den letzten Punkt haben wir schon gewonnen. Das ist es ja. Ohne Profis oder noch mehr. Ein emaillierter Eimer. Kult. Ja? Jede Menge Tuchware. Tuchware, wie ist es beim ersten Schau her, pass auf. Dieses Taubenblau passt zu dem Taubenblau. Kult. Kult. Dann mein persönlicher Favorit. Selbst. Immer. Das für die Kinder. Das für die Mädels, für die Großen. Super. Also, das Experiment ist, ne? Man muss nicht immer XXL haben. Von oben her geschüttet wird, funktioniert. Viel Glück, viel Spaß, lass es krachen. Ja, verdosten tun sie auch nicht. Ich sehe das hier schon, ne? Die sind jetzt leider nicht an ihrem Stand, weil sie eine Führung durch unser wunderschönes CCS genießen. Ach so. Ja, und dann marschieren die mit dem Umzug dann hier auf den Marktplatz. Ihr seid auch alles Originale, Alter, aber nicht als 1750. Nein. Nee, ist doch von 1404. Ach, steht ja dran. Steht ja dran. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Also, viel Spaß hier beim auf dem Suhler Markt beim Thüringer Bratwurstkönig. Und wenn dann die Gäste hier wir soeben ein paar Informationen erhaschen wollen, dann sind sie bei euch am Stand natürlich genau richtig, ne? Richtig, richtig. Aber ich habe gehört, die Men in Black wollen da noch mal was zum Besten geben. Der Ziegenberger da. Hallo! Jetzt kannst schon, teuer, ja. Sind denn die Kanas da? Ja! Wir uns
aber nicht verdrießen, selbst wenn im Winter kein Schnee vom Himmel fällt. Da staunt und fragt sich dann der Rest der Welt, was ist es, was uns stets bei Laune hält? Die Antwort gibt euch dieses Lied. Die Thüringer Bratwurst, sie ist im ganzen Land beliebt. Die Thüringer Bratwurst, sie stärkt den Leib und das Gemüt. Und alle! Die Thüringer Bratwurst, und jeder kann stets sicher sein, die eine geht noch rein. Wir erleben heute ein Fest der Wohlgenüsse. Der Bratwurstkönig wird hier in Suhl gewählt. Um die Roste drängelt sich die Fankulisse. Sicher sein, die eine geht noch rein. Jetzt kommt euer Text. La 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 la. Die Das wird sich so in einer knappen Stunde ändern. Dann kommen die Röstaromen dazu. Auf die steht ja Heinz Hormann bekanntlich. Der ist heute aber nicht da. Macht euch keine Sorgen. Wer dann? Warte. Ist ein bisschen von jedem was dabei. Wann wurde die Thüringer Bratwurst EU-weit geschützt? A. Zum Amtsantritt von Bodo Ramelow. B. Am Tag der Deutschen Einheit 1990. C. Zur Gründungsveranstaltung der GbR Schall und Rauch. Oder D. Am 6. Januar 2006, Tag der Heiligen Drei Könige. Freilich muss aber eine fiese Frau dabei sein. Egal was der kostet, heiß von der Flut, aber schmeckt mir nicht so gut. Ich will den Bratwurst und Wurst, egal was der kostet. Heiß von der Blume, aber schmeckt mir Musik gut. Mach doch etwas Schönes, was gefällt, wird allen Freude bringen. Thüringen hat nicht nur seinen Rennstall, nein, das ist ein anderes Ding. Das ist die Thüringer Bratwurst, dazu ein kühles Bier. Ja, das ist was Feines, das studieren wir. Thüringer Bratwurst, ja, das ist der Hit. Alles, was ich will, ist der Thüringer Bratwurst vom Holzkohlengrill. Alles, was ich will, ist der Thüringer Bratwurst vom Holzkohlengrill. Da sind wir dabei.